Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Red Dead Redemption weiter. Wir befinden uns auf dem Weg nach El Presidio und ja, da müssten wir dann jetzt eigentlich gleich ankommen. Und dann wird da sowas von die Luzi abgehen. Ich sag's euch, das wird krass. Glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie schlimm diese Mission wird oder so. Ich hoffe mal, dass sie vor allem für uns einigermaßen gut ausgehen wird. Diese ganzen TNT-Kisten, auf die wir mit uns rumschleppen, die machen mir ein ganz klein wenig Sorgen, aber nur ein bisschen. Auf der Karte sah das noch... Okay, ja, auf der Karte sah das noch so wenig Strecke aus und dann brauchen die jetzt doch so lange, weil die jetzt in gemütlichen Trab verfallen. Aber nö, da haben wir den gelben Punkt dann so langsam aus sich erreicht. Okay. My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate and jump off when you're close. He's been packed with 5 crates of TNT. That sounds crazy. How long's the fuse? Yes, like I say, fun times. It's plenty long enough, I think. I see you in there, amigo. Okay. Go on, jump. You can do this. Was ist mit den Pferden? Ich frag nur so. Ich bin passionierter Pferdefan. Hilfe! Hilfe! Halte die Geschwindigkeit und bereite dich auf den Absprung vor. Hui! Oh. Ja. Die armen Pferde. Cool. Finde Escuela und überlasse den Rebellen das Kämpfen. Suche beim auf der Karte nach Escuela. Okay. Hoppsala. Ja. Dem das Kämpfen überlassen ist natürlich auch so eine Sache. Okay, das ergibt Sinn. Gut, alles klar. Dup, 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 dup. Wo muss ich denn? Wo muss ich denn? Es gibt 3 Fragezeichen hier, verdammt nochmal. So, buff. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Das wiederum nicht so. Was ist hier? Ich suche den Turm nach Escuela. Was zum Teufel? Irgendwas konnte ich dort öffnen. Nachladen wäre vielleicht nicht so verkehrt. Es wundert mich ein wenig. Du bist nicht Escuela, oder? Irgendwie nicht. Hauptsache. Leute. Macht mich nicht fertig. Oh, macht mich nicht fertig. Schon ein bisschen anstrengend. Nein, nicht da hoch. Du sollst nur Kiste durchsuchen. Oh. Deckung geben klappt super, Leute. Hm, was ist denn in diesem Schrank? Hm, oh, irgendwie nichts Interessantes. Naja, ich mache ihn einfach mal wieder zu. $5, cool. $5 und Kameraperspektive macht mich fertig. So. Oh. Hi. So. Verdammt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier ganz schnell weg sollte, weg sollte, weg sollte, weg sollte, weg sollte. Okay, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Ich muss einfach hier hoch. Wir waren ja schon mal hier. Ist doch alles nicht so... Alles nicht so schlimm, alles nicht so wild, alles... Komm. So, mehr will ich noch nicht. Wow. Ihr seid anstrengend. Okay. Nochmal kurz nachladen. Er soll noch weiter oben sein. Na? Hello, old friend. It's been a long time. Hello, brother. It's good to see you. I heard you was coming. You took your time, no? Come on, you're not gonna shoot your own brother, are you? We was family. Yeah, we were. Then you and Dutch went crazy and family didn't mean so much. So, now you do the government's work. And what do? You just work for a different government.
Come on, brother. I think we should go our separate ways, huh? What you and Dutch did was wrong. And the way you left me was wrong. Now, I hate to judge, but as it turns out, it's you or me. The way I see it, might as well be you. We thought you was dead, brother. I promise. I'm telling the truth. Besides, I can give you Bill. In Dutch. Dutch is in Colombia. I can take you straight to him. Hmm? You left me to die? Whoa. To save your own skin. And now you expect me to care about you? You got it all wrong, brother. I've always loved you. Even now. Es war doch so klar, mein Gott. Wenn Gespräche so lange dauern, dann ist das nie eine gute Idee. Huhuhu. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er rennt raus, er rennt raus, er rennt raus. Oh Gott. Wo ist er hin? Okay, er ist auf dem Pferd. Gut. Dann habe ich schon mal in der Beziehung alles richtig gemacht. Wow, wow, wow. Nee, nee, nee. So kommst du mir nicht davon, mein Freund. So sicherlich nicht. Ah, scheiße. Oh, oh. Schießen wäre so viel einfacher. Ja, weil ich dich lebend haben will. Verdammter Idiot. Oh, ich muss die ganze Zeit auf mein Pferd aufpassen. Ich könnte natürlich auch versuchen, auf das Pferd zu schießen, ne? Also auf sein Pferd. Logischerweise. Wow. Cool. It's over, old friend. I got you now. Did you think I wouldn't? Wow. 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 Es war so auch so knapp. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Na komm. Er wälzt sich einmal quer durchs Gebüsch. I'll let the others judge it. Where's Bill? Where's Bill, you son of a bitch? Do you think I won't kill you, brother? He ain't here, brother. He's with Agenda. You enjoying yourself down there? It's a little late for revenge, John. I ain't here to kill you, Javier. This is just business. Erst bei Orlando. Let's go. Dann war... Na gut, okay. Abigail wouldn't want this. Abigail would have killed you already. She always thought you was a creep. Ich hab tatsächlich gedacht, dass wir wirklich die ganze Zeit einer sehr falschen Spur folgen würden. We was family, brother. You and me. Like Cain and Abel, I guess. Leaving each other for dead. Und jetzt haben wir tatsächlich den ersten geschnappt. Ich bin ja begeistert, auf eine gewisse Art und Weise. Bin total begeistert. So, jetzt hoffe ich nur, dass die Rebellen auch tatsächlich den Kampf gewonnen haben. Alles andere wäre jetzt doof. Trage Esquella zur Gefängniszelle. So you and Bill are back together. Two crazy men sharing a bed. Go to hell, you pathetic fool. No burles, idiota. So. Komm her. Dutch never liked you, you know? I gave up caring about him or you a long time ago. Oh, you piece of shit. Hope you're sure about what you're doing, brother. You saw me out. Didn't that life we had mean nothing to you? Oh! Ah, you puto! Oh! One day, I promise you, you're gonna regret this. One day's about all you got left. I hope you and your wife and children rot in hell. You know, that life we lived is over. And when we was living it, it didn't mean nothing anyway. It was just an excuse, and we all knew. What I knew is that you was always a puto. And you're still a puto. Marston, come with me. The army sent reinforcements. Come. Yeah, go with your puto.
The army is coming! Get up there and man that cannon! Okay, benutzt die Kanone. Würde ich furchtbar gerne, wenn die Spielfigur das machen würde, was ich gerade tun will. Welche Kanone? Wohin? Was? Wie? Wo? Wer? Wann? Warum? Irgendwie hier so? Zugegebenermaßen, wir hatten sowas ähnliches wie ein... Ah, nee. Maschinengewehr gesehen? Nö, nix. Nix Maschinengewehr. Wirklich Kanone. Verteidige das Fort gegen die Armee. Okay. Cool. Hat sehr gut funktioniert. Das wiederum war gut. So, man muss sich erstmal ein bisschen auch in die Kanone gewöhnen, ne? Ich meine, ich kann schon ziemlich direkt schießen, so wie es den Eindruck hat. Ah, naja. Es ist, glaube ich, von Vorteil tatsächlich, wenn man ein bisschen nach vorne zielt. Dadurch, dass die sie ja reiten und sich bewegen. Okay. Und immer schön in die Mitte. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch tatsächlich alle samt trifft. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr toller Plan von der Armee. Ich meine damit ihre ganzen... die ganzen Einheiten nach und nach zu schicken und nicht alle auf einmal, aber okay. So, hole SQL aus der Gefängniszelle. Lass mich raten, er ist jetzt entkommen oder so. Weil wir ihn für 10 Sekunden aus den Augen gelassen haben. Irgendwas ist doch immer. Irgendwas ist doch leider immer. Na gut, Glück gehabt. Wir könnten ihm auch mal seine ganzen Sachen abnehmen. Messer, Pistole, was auch immer er mit sich rumträgt. Bin ich der Meinung. Aber nun gut. Passt schon. Mr. Marston, fancy seeing you down here. I must say it's a pleasant surprise to see you. You've done well, Mr. Marston. Now, Javier here gets to see how far the hand of justice can reach. Come on, you. Get in the damn automobile. Can we assume one of my commitments is cleared? Unfortunately, nothing is cleared, John, until your obligations are met. We need you to find Williamson, then head to Blackwater as quick as you can. We have reason to believe that Dutch Vanderland is in the area. Oh, your wife sends her regards. Ach ja, okay. Wie konnten wir diese Regierungsreihen jetzt kontaktieren? Söhne Mexikos, du bist berühmt. Von nun an bringt dich Pferdediebstahl nicht mehr in Schwierigkeiten. Das heißt, ich darf jedwedes Pferd mopsen. Wollen die mir das damit sagen? Interessant. Ja. Nö. Okay. Cool. Oh, wo auch immer wir uns hier getroffen haben. Interessant. Ja, das... das sieht sehr... Wenn wir hier Abraham treffen sollen, das sieht dann sehr nach Finale aus. Zumindest was diese Questreihe angeht. Wie gesagt, wie konnten wir die... Ist ja nicht so, dass wir die mal eben anrufen können mit unserem Handy. Und mal sagen können, ey, yo, hab den ersten geschnappt und so weiter. Haltet schon mal die nächste Belohnung für mich parat. Wobei das... Klingt nicht wirklich so, als ob wir irgendwie bei Zeiten eine Belohnung bekommen würden. Das klingt eher danach, als ob, ja, wir ein bisschen um unser Leben kämpfen müssen und gleichzeitig auch um das Leben unserer Frau, unserer Familie. Irgendwie so in der Art. Die wirkten nicht ganz koscher. Und die wirkten vor allem so, als ob sie uns voll in ihrer Hand hätten. Ja, und dann scheint es ja jetzt so zu sein, dass wir nicht nur auf der Suche nach Bill sind, sondern auch noch den guten Dutch bei Zeiten suchen dürfen. Warum auch immer der sich jetzt wieder in diese Gegend hier getraut hat. Er sollte doch eigentlich gänzlich woanders sein. Naja, gut.
Ist dann halt so. Aber hey, das fühlt sich an wie Fortschritt. Wir haben wieder eine größere Etappe geschafft in dem Spiel. Wir können mal ganz kurz was gucken. Statistik. Allgemein. Stand hier das nicht irgendwo? Häuser, bevorzugter Job, weltweite Gesamtdistanz. Ach so, nee, hier, Spiel abgeschlossen. 56,4%. Und das Ganze in 25 Tagen. Ja. Na gut, das ist doch, also wir haben schon über die Hälfte geschafft. Und da die ganzen Nebenquest-Gedöns-Sachen da mit Sicherheit noch einfließen, ja, ist halt die Frage, wie viel tatsächlich noch zur Hauptgeschichte fehlt. Vielleicht ist es ja nicht mehr so viel und bei 60% oder 70% ist dann schon Schluss. Und der Rest wäre dann nur noch durch die Gegend reiten, Orte erkunden, Tiere abschlachten, Nebenmissionen machen, irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Wir werden es früher oder später vielleicht sehen. Kann man sich in diesem Spiel die 100% verbauen? Ich hoffe nicht. Ich weiß halt nicht genau. Ich weiß halt nicht genau, wie es dann am Ende abläuft, weil ich glaube, das ist auch eines dieser Spiele, wo es dann sowas ähnliches wie ein Point of No Return gibt. Sprich, wenn ich die letzte Mission annehme, dann ist, ja, dann geht's halt auf das Ende zu. Vielleicht kann man dann, oder sollte man dann einfach unmittelbar davor speichern. Und bis zu diesem Punkt kann man eben quasi die 100% erreichen. Und alles, was darüber hinaus und bis zum Abspannen dann eben ist, ja gut, das ist dann halt das eigentliche Ende des Spiels. Überlegt dann halt auch schon so von wegen, wie ich das mache, dann wegen ganzen Sachen einsammeln und so weiter und so fort. Irgendwie, das Spiel macht ja schon ziemlich viel Spaß. Deswegen ist es halt auch so verlockend, dann hier noch ein bisschen durch die Gegend zu streifen und tatsächlich diese ganzen Nebenquests zu machen und weiter an meinem Ruf als, ja, bester Schütze des Wilden Westens zu arbeiten oder wie auch immer man es nennen will. Viva la Revolution? Es mutet auf eine gewisse Art und Weise so an. Zur festgesetzten Zeit. Voltealo, voltealo. Quítate, estúpido. Le voy a dar un balazo. Quítate. Quítate, pendejo. Quítate. Una, dos, tres. ¡Bang! ¡Bang! ¡Que viva México! ¡México libre! ¡Ándale! No, no, para atrás, para atrás. Usted para atrás. Para atrás, para atrás. ¡Rebeldes! ¡Escuchen Rebelde. Cómo explotan! ¡No aguantamos atrás! ¡Otra vez! Welcome to Mexico! My brothers and I are just discussing the future of our country. Okay, let this man go. And who are you, gringo? I'm no one. But unless you want this town to tear you and your boys to shreds, I suggest you let him go. And you think you could tell me what to do, friend? Oh, you should listen to him, friend. Look at that. You want to risk it? The American is a drunk. If I were you, I would pull that trigger. Put the gun down, Americano. Ya, ya, mátalo. Dejen mi hombre. Mierda. Huh? Ay, Dios mío. Hoppla. Santa Maria. So you want to settle this now, friend? Or you want me to shoot you in the head right now for that poor girl? Okay, but we fight like men, not like dogs. Raúl Zubieta. Die haben einfach Luisa umgelegt. Ein Problem weniger für Abraham. Ja. Na gut.
Thanks, my brother. Now the people are finally ready. Today we overthrow the Coronel. Offenkundig. So, ja, wir können ihn natürlich freischneiden. Wir können aber auch kurz mal Luisa untersuchen. Nein, können wir nicht. Na gut. Dann halt nicht. Señor, there are prisoners in jail who will fight on our side. Can you save them? I will rally the peasants, John. You go after the prisoners. Klar, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Okay. Na dann befreien wir mal eben dieses wunderbare Land. Geh zum Gefängnis. Geh nicht über los. Okay. Das hat funktioniert. Wobei ich mir jetzt... Ich musste jetzt genauer hingucken, um zu sehen, wen ich da jetzt umbringen möchte und wen nicht. Ab und zu ist das gar nicht so einfach. Aha. So, und wie war das hier mit Gefängnis und so? Ach, Kacke. Ja, ja, ja. Okay. Das hat besser funktioniert, als ich gedacht hätte. So, Leute, ihr seid frei. Revolution und so. Hiha. Also, ihr seid gleich frei, sobald ich mich um euch gekümmert habe, gewissermaßen. Ich muss erstmal wieder mehr Geld einsammeln. Lalala. Schieß auf die Schlösser, um die Gefangenen zu befreien. Okay. Ja, okay. Ups. Bloß nicht daneben schießen. Wäre besser. Ja. Und so. So, Leute. Stürmen wir dieses Land. Sorgen wir dafür, dass alles in seinen Grundfesten erschüttert wird. Es kann ja nur besser werden. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ein wenig Angst habe ich ja doch. Huiha. Krieg ist schmutzig, wie wir sehen. Und vor allem nicht leicht zu gewinnen. Viele Leute, ja, lassen heute ihr Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mich nicht wirklich damit aufhalten, hier die ganzen Leute zu durchsuchen, auch wenn es ganz lustig ist und man ja auch reihenweise Munition dafür bekommt und so. Aber das nutzt halt den armen Leuten leider nicht viel. Scheiße. Nein! Ach, Kacke, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Und bitte. Jetzt will ich das auch durchziehen. Komm. Jetzt will ich es auch durchziehen. Ist schon in Ordnung. Warum starte ich nur mit einem Schuss? Ganz schön fies. Der Heavy Machine Gun? Habe ich ihn gerade richtig verstanden? War es vielleicht auch das, was mich dann getroffen hat? Oder... Hölala. Da kommt mir so ein Geistesblitz. Nämlich, ja, zum einen kann ich so machen. Und zum anderen, wenn ihr mich lasst, Kollegen zumindest. Upsala. Dann kann ich mich vielleicht auch um den Typen dort kümmern. Ja. Ich helfe doch schon. Kommt da der nächste jetzt direkt angewackelt? Sieht danach aus. So und so. Der lange Arm von Marston. Keine Ahnung, was man das sagen soll, aber ich nehme an, das ist gut, dass ich den Erfolg bekommen habe. Jetzt versuchen noch ein paar dort hinten hinzurennen. So scheint es zumindest.
Ja, genau. Was zum... Warum? Wer? Wann? Ach komm. Ey Leute, ihr müsst mich auch schon ein bisschen decken, wenn ich so eine phänomenale Arbeit da hinten leiste, ne? Kann man ja wohl nicht, also... Rebellen, pah. Und ihr wollt über dieses Land herrschen. Ganz ernsthaft. Müssen wir noch mal ein bisschen üben, ne? Damit es auch tatsächlich in Zukunft funktioniert. So. Jetzt aber. So. Dich einmal weg. Und kurz mal den Amigo da weghauen. Und dann warten wir jetzt einfach hier hinten. Ist doch total egal. Ich möchte nämlich nicht, dass die nochmal dort an das Maschinengewehr gehen. Aber die anderen kommen dann immer näher, ne? Glaube zumindest. Schön in den Hintern. Oh, das war ein schöner Kopfschuss. Wie der mich auch... Was? Warum stand ich da jetzt so auf dem Präsentierteller? Habe ich nicht verstanden. Okay, Lebensenergie wieder ein bisschen aufgefüllt. Na, danke. Mein Gott. So, einer noch, angeblich. Der auch konsequenterweise direkt dorthin läuft. Und jetzt nichts mehr zu melden hat. Zum Glück habe ich so viel Schuss für das Ding. Ich liebe es. Wer hat eigentlich die ganzen Sandsäcke hier hochgeschafft? Jo? Oh. Das sieht ja zum Glück nur ein bisschen verkehrt aus. Ich hätte auch so draufballern können. Schieß nicht auf die Pulverfässer, bevor Reyes Männer in Sicherheit sind. Ja, ja, ist in Ordnung. Bam. Achso, ja. Dann machen wir halt die. Dups. Viva la Mexico! Revolution! Oui, oui! Ist nicht mein Land. Egal. Sie laufen rein? Geht so. Leute, ihr steht ziemlich im Weg rum. Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr so ziellos... Egal. Ich bin gespannt, was uns gleich da drinnen erwartet. Vermutlich. Aber eigentlich auch gar nicht mehr so viel, oder? Können wir uns zumindest vorstellen. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. So. Villa stürmen. Wir waren bisher noch nie da drin. Nö. Weiß nicht, ob das so klug ist, was der Typ da macht. Oh, compadres, aquí vienen más. Están subiendo la cuesta. Ja, was sollen wir denn jetzt? Defende la puerta. No dejen a nadie entrar. Beschütze die Villa vor Allende-Soldaten. Ach so. Jetzt kommen die noch hier reingestürmt. Das ergibt Sinn. Benutze die Gatling Gun, um die Villa zu verteidigen. Ach ja. La. Auch wenn das Ganze jetzt vielleicht zu spät ist. Nein. Ach, Scheiße. Genau so, wie er da steht, sollte er eigentlich nicht stehen. Kacke. Ach, Mann. Ich will nicht an so vielen Fronten kämpfen müssen. Die verdammten Mistkerle. Ja, die rennen jetzt alle an mir vorbei und... Ach, es ist so zum Kotzen. Weil ich einfach zu spät gekommen bin. Ich... ja, wenn ich ein bisschen schneller an der Gatling Gun gewesen wäre, dann hätte ich die natürlich alle aufhalten können. Solange die noch... am Heraufstürmen waren. Aber gut, das sollte mir halt nicht vergönnt sein. Das wird wieder ein extrem langer Part. Es tut mir leid. Ich hätte irgendwo den Punkt finden müssen, um dann Schluss zu machen, aber ich habe ihn mal wieder nicht gefunden.
Es ist egal. Dafür retten wir gerade Mexiko. Mein Gott. Für die Rettung Mexikos muss man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Ist schon in Ordnung. Freiheit, Gerechtigkeit, Brüderlichkeit. Irgendwie so in der Art. Zala. Scheiße. Oh, das geht nicht gut. Oh, das geht nicht. Warum geht das nicht irgendwie... Leute, macht mich nicht fertig. Macht mich nicht fertig. So was ähnliches wie Medizin oder so wäre mal gut, ne? Trifft dich mit Reyes. Ja, würde ich gern. Aber da unten soll angeblich noch einer sein. Tja, er wollte weglaufen. Ich habe ihn aber nicht weglaufen lassen. Ist die Villa jetzt so langsam aber sicher mal geknackt? Kann nicht angehen. Wir machen alles kaputt, aber da kommen wir nicht vorbei? Oder wie, oder was? Come on! We can still get to my stagecoach! Go then! I'll cover you! They're getting away! We have to stop them! Fang Williamson. Tatsächlich, er war hier drin. Ich werd bekloppt. Vámonos! Date prisa, cabrón! To the horses, compadre! We cannot let them get away! Ist er... ist es eine gepanzerte Kutsche? Scheint fast so. Toll. Wollte ich eigentlich nicht ausschießen. Zerstöre Williamsons Kutsche, die jetzt schon 20.000 Kilometer Vorsprung hat. Und bitte. Kommt der gute Abraham hinterher oder mit oder wie oder auch immer? Eventuell ja, eventuell nein. Das scheint mir jetzt und im Folgenden recht spannend zu werden. Ah. So. Einfach einen nach dem anderen jetzt ausknipsen. Hi-ha. Ja, einen nach dem anderen, ist klar. Oh Mann. Das ist mies. Einfach so eine Gatling Gun auf die Kutsche geschnallt. Ist doch klar, dass es nicht gut geht, wenn ich da einfach blödsinnigerweise hinterher reite. Oh, oh, oh. Diese Mission könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Was angesichts der Thematik angemessen sein mag, aber naja. Was das Ganze trotzdem nicht weniger anstrengend macht. Wow, Mann! Huiuiui. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die Checkpoints sind trotzdem fair gesetzt. Ja, natürlich. Aber naja. Ihr seht es ja selber. Diese Zwischensequenz nervt mich ein bisschen. Ein bisschen. Ah, so, danke. Zerstöre Williamsons Kutsche. Alles klar. Na gut, diesmal bin ich nicht schneller als Abraham. Ist, glaube ich, ein... Genau, ist ein gutes Zeichen. Okay. Ich finde es schön, dass er mir tatsächlich hilft. Ich meine, er könnte ja jetzt auch bei seinen Rebellenkollegen bleiben. Aber na gut, ihm geht's ja auch um Allende, ne? Deswegen, das passt dann schon. Ich wollte ihn schon über den Gren Klee loben. Dass ich es nicht erwartet hätte, dass er so mutig ist. Aber ja, wie gesagt, er will ja auch Allende haben. So. Okay. So. Anu? What the hell are you doing? Find my freedom, pendejo. Now shut up, you dumb ape, and get out of the wagon. Apúrate. I'm coming out. Don't shoot. Here. Take Williamson. Just let me live. I will leave the country, I promise. You always was weak-minded.
You're the one who let Dutch drive you insane! Erledige Williamson? Ist es jetzt wirklich so gemeint, wie ich es mir vorstelle, dass es gemeint ist? Oder ist es nicht ein bisschen doof? Ich will ihn doch lebend, oder nicht? Dutch wanted you dead! We all dead! Well, I'm going after him next! I'll outlive all of you! Was passiert denn, wenn ich so mache? Ah, das funktioniert. Ey! Ey! Allende is dead! Mexico is mine! Ich hätte ihn wirklich erschießen müssen. Na toll. My people are free, and it is all thanks to you, John. And to the people who laid down their lives. People like Luisa. Oh, yes. She was very brave, and she will be missed. Who was she again? Your peasant girl wife-to-be? Oh, yes, of course. She will have a day named after her. Laura's Day. Luisa. What? Oh, yes, I knew Laura as well. Magnificent girl. Like riding a pompous bull in Los Amigos. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, ¿qué hacen? Levántense. Well, I must say, I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Well, travel safely, amigo. Come on. Na gut. Zumindest Schluss mit dem Gerede. Zumindest ist er nicht darauf herumgeritten. Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Dass nicht wir Williamson abgemurkst haben, sondern er. Und dementsprechend wird niemand jemals die Wahrheit erfahren. Muhahahaha. Ja. Okay. Damit ist die ganze Angelegenheit dann offenkundig... Was denn? Los. Willst du was? Nothing but a gringo cobarde. You gonna do something? Baboso? Ernsthaft? Hijo de puta. Hoy vas a morir igual que los demás. Du weißt schon, was hier eben gerade noch in dieser Stadt passiert ist, oder? Ich bin ein bisschen erschüttert. Aber gut, und da hinten geht schon wieder irgendeine Schießerei los. Ja, die Revolution. Macht ja Spaß, in diesem Land zu leben, zu wohnen, wie auch immer. Okay, So. Na? Nein? Cool, ich wollte ihn nur entwaffnen. Das hat leider nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wow. Ei. Ach, das ist perfekter Abschluss für diesen Tag. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles schief gegangen, obwohl ich so viel gewonnen habe. Aber irgendwie ist alles schief gegangen. So. Ja. Mensch. Was ist hier? Lichtkamera Action? Ach, da geht's dann weiter. Das ist cool. Wo ist Blackwater eigentlich? Wo sollen wir hin? Blackwater. Wo ist denn Blackwater? Was ist hier? Ich kenne dich. Aha. Also da geht's in jedem Falle sehr, sehr, sehr weiter, was Nebenquests und so angeht. Ich habe jetzt aber wirklich keine Ahnung, wo Blackwater ist. Hä? Wo soll ich denn hin, die Regierungsfuzzis treffen? Ich bin verwirrt. Habt ihr jetzt hier irgendwo was gesehen? Karte, Radar. Jetzt wird mir ein G angezeigt. War das eben gerade der Fehler? Ich sehe aber immer noch nichts. Die wollen sich doch bestimmt in Amerika wieder mit betreffen. Da!
Da, Agent Ross. Hier oben rechts, Great Plains. Genau, da müssen wir hin. Gut, da waren wir noch gar nicht, bislang. Nö, Thief's Landing. Das war das Weiteste, was wir bisher gemacht hatten. Okay, na gut. So, aber ich würde jetzt an der Stelle sagen, es ist Zeit für Feierabend. Es war nicht mein Tag. Irgendwie habe ich heute, ich habe vieles getan, ich habe Mexiko fast die Freiheit im Alleingang wiedergebracht und so, aber es fühlt sich nicht so ganz danach an, was ein bisschen schade ist. Aber nun gut, das gehört dann manchmal eben auch leider mit dazu. Escuela und Bill Williamson sind nicht mehr, insbesondere das Ende von Bill Williamson habe ich mir offen gesagt ein bisschen anders vorgestellt, das fand ich jetzt sehr unspektakulär und dass ich ihm nicht den Gnadenschuss gegeben habe, wurmt mich gewissermaßen sehr. Und ja, damit ist dieser Teil der Geschichte erzählt. Das wird aber sicherlich noch nicht das Ende gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Wir werden sehen, wo die Reise von John Marston als nächstes hingehen wird. Ich sag dann jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.